Dafür müssen wir ins erste Gebiet, echt? Wenn wir im ersten Gebiet sind, dann können wir eigentlich auch mal direkt hier zum See der Wahrheit einmal gucken. Vielleicht ist ja Selfie jetzt auch wieder da. Oh, warte mal. Aber erstmal reden wir hier mit Dingens. Oh, du musst Sean sein. Jonah hat schon viel von dir erzählt. Ich würde dich gern um einen Gefallen bitten. Ach, ich erklär's dir einfach sofort, worum es geht. Als ich klein war, habe ich mich mal im obsidianen Grasland verirrt. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und lief weinend umher, bis zu einer schönen Blumenwiese kam. Dort bin ich auf ein Pokémon gestoßen, das ich noch nie gesehen hatte. Es hat mir eine Blume geschenkt und dann ist es von mir weggelaufen, als wollte es mir den Weg weisen. Dank dieses Pokémon habe ich wohlbehalten wieder nach Hause gefunden. Leider bin ich nie dazu gekommen, mich bei ihm zu bedanken und würde es deswegen gerne wiedersehen. Aber ich finde die Blumenwiese einfach nicht. Würdest du sie bitte für mich suchen gehen? Das hier ist mein einziger Anhaltspunkt. Garcidea. Mit dieser Blume, manchmal auch als Teil eines Bouquets, kann man an speziellen Tagen seine Dankbarkeit ausdrücken. Dies ist die gleiche Blüte, die mir das Pokémon damals gegeben hat. Ihr Name ist Garcidea. Bitte tu mir den Gefallen, finde die Wiese in obsidianem Grasland, auf der diese Garcidea wachsen. Okay. Hier wahrscheinlich, oder? Obwohl. Ah! Es gab doch hier, ich glaube, das war hier, so einen abgebrannten Blumenzirkel. Das könnte gut sein, dass es da ist. Gucken aber erstmal zum See. Danach machen wir das Quest. Denn vielleicht können wir das Pokémon vom See jetzt fangen. Das wäre natürlich sehr cool. Jo. Yes. So. Speichern wir einmal vorher. Na, ich war eigentlich schon richtig hier. Yes. Na, doppelt besser. So, einmal rein hier. Und ist es da? Leider nicht. Vielleicht können wir das später aber auch noch irgendwie fangen. Wir haben noch ein anderes Hauptquest in Anführungszeichen bekommen. Vielleicht, ne? Vielleicht. Gut, wohin müssen wir? Genau, zur rote Fläche. Das heißt also hier lang. Genau da hinten, da war so ein abgebrannter Blumenkreis. Da. Oh, Wampel. Süß. Hier. Ist sogar richtig gewesen. Das hier scheint die Wiese zu sein, von der Mahiro gesprochen hat. Ist das wirklich die Blumenwiese von damals? Die Blumen sind zwar verwelkt, aber an diese Landschaft erinnere ich mich noch ganz genau. Das muss der Ort sein. Oh. Hallo, Pokémon von damals! Erinnerst du dich noch an mich? Du hast mir mal geholfen, als ich mich verirrt hatte. Dank dir habe ich wieder nach Hause gefunden. Hab vielen Dank! Wow, jetzt haben wir wieder ein Flashbang. Oh, die Blumen. Oh, hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Wait, das ist Shaman. Süß. Süß. Shaman. Danke schon. Ich werde mich auch bei Yona für ihren Rat bedanken gehen. Ich nehme an, du bleibst jetzt hier, um das Pokémon zu erforschen, stimmt's? Viel Erfolg dabei. Bis dann.
Erforschen, genau. Ja, Raymond. Bleib drin. Bitte bleib drin. Verdammt. Bitte bleib drin, bitte bleib drin. Holy, sie haben mich fast gekillt. Bitte bleib doch einfach drinne. Shaman, bitte bleib drinne. Shaman, bleib drinne jetzt. Ich will einfach nicht drin bleiben. Aber zum Glück haut das nicht ab. Immerhin eine gute Sache. Oh, wir haben es von hinten getroffen. Einfach drin. Yes. Ist sogar Teil des Quests, das zu fangen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, wir machen eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Holt euch gern Trinken, Popcorn, Chips, wie auch immer, worauf ihr Bock habt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Dip, 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 dip. Dip, dip, dip. So, was haben wir denn noch? Nebenmission. Die Legende des Meeres. Das ist die letzte Nebenmission, die wir haben, ne? Und in Obsidian Grasland. Da sind wir jetzt sogar gerade. Sollen wir die Hauptquest weitermachen? Machen wir doch mal, oder? Wenn wir schon hier sind. Wo müssen wir denn hin? Nach da oben. Okay. Yes. Guck mal, also. Vor der Ruinen-Dingens-Gedöns-Dingens. Hey, Volo. Hey, Sean. Sieh das mal an. Und zwar ganz genau. Diese Muster sehen aus, als seien sie Pokémon nachempfunden. Ich vermute, dass es sich um Schriftzeichen handelt, quasi um Hieroglyphen. Nachdem ich verschiedene Ruinen untersucht habe, bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass sie alle die folgende Geschichte erzählen. Ein tapferer Jüngling macht sich Seite an Seite mit Pokémon auf, um die Fragmente einer allumfassenden Gottheit aufzuspüren. Genau, ich spreche von der allumfassenden Gottheit, dem Schöpfer des Universums. Sein Name lautet Arceus. Na, der Name Arceus ist dir sicher schon einmal untergekommen, habe ich recht? Kommt mir bekannt vor, yes. Natürlich, du bist schließlich der Held, der Hisui vor dem Untergang bewahrt hat. Und was die Fragmente betrifft, da muss es sich um die Tafeln handeln. Du weißt schon, Tafeln wie jene, die du von den Königen und Königinnen erhalten hast. Auf der Rückseite jeder Tafel sind Schriftzeichen eingraviert. Lies am besten selbst, was dort steht. Lies den Text, der auf der Rückseite einer Tafel eingraviert steht. In völliger Einsamkeit tat es seine Atemzüge. Da war das Universum noch nicht geboren. Das Wesen, von dem hier gesprochen wird, ist Arceus höchstpersönlich. Schon, lass uns alle Tafeln sammeln. Was sagst du? Ich habe auch schon eine Idee, wo wir anfangen können. Dafür müssen wir uns tief in den Strapazenhain begeben. Okay. Dein Fuß wackelt übrigens, mein Bruder. It's welcome back. Danke, danke. Danke, danke, Caster. Übrigens freut mich das sehr, dass ihr regelmäßig immer so dabei seid. Ansonsten würde ich mich wahrscheinlich auch nicht so oft streamen, bin ich ganz ehrlich. Weil sonst die Motivation ein bisschen hinkt. Also, wenn man immer Leute dabei hat, mit denen man sich ein bisschen unterhalten kann, ist immer schön.
Fliegen wir mal zum Strapazenhain. Kann ich nur um Stunden handeln? Ach, hier der Ort, wo ich mir dachte, hey, hier ist doch irgendwas Interessantes, aber da ist einfach nur ein Baum gewesen, was mich voll gewundert hat. So, was sollen wir denn hier machen, Volo? Ups. Schon, wenn ich mit meinen Nachforschungen richtig liege, dann. Was? Ein Elite-Pokémon! Sei doch so lieb und kümmere dich um dieses Hornweisel, Sean. Mach ich. Passt. Kein Problem. Oh, vor allem, wenn ich mal Knacker raushole. 60. Bisschen komisch, dass das nur so low level ist, um ehrlich zu sein. Hätte jetzt mit mehr gerechnet, so als Late Game, Endgame, nach Endgame Gedöns. Aber da kann ich mal Hornweise unter den Rock gucken. Nee, okay. Gerne, macht ja auch Spaß zuzuschauen, das ist schön. Wenn auch irgendwie Vorschläge sind, wie ich den Stream noch irgendwie angenehmer machen kann oder noch interessanter, immer gerne, gerne Bescheid sagen. Versuche das ja auch hier. So gut es geht, Entertainment-mäßig zu machen. Auch wenn das nicht immer klappt. Machen wir einen Wutanfall? Ja. Los, Knackrack! Einen starken Wutanfall! Oh, Hälfte nur. Oh, das macht eine Tempotechnik. Käfergebrumm. So, Käfergebrumm macht Attacke runter, oder? Nee, okay. Nochmal einen starken Wutanfall, dann ist vom Weisel weg. Sehr schön. Und wir kriegen auch gar nicht mehr so viel Level-Ups, selbst wenn wir so starke Pokémon besiegen. Du hältst die Steintafel von Herrn Weisel? Hat gar keinen Sinn. Also wäre das wenigstens ein Stein-Pokémon gewesen, aber war halt ein Hornweisel. Hatte dieses Pokémon die Steintafel, nach der wir gesucht haben, etwa nur zufällig aufgelesen? Jedenfalls war das die einzige Tafel, über die ich Informationen hatte. Mehr weiß ich nicht. Da sich bis jetzt aber noch nichts ereignet hat, gehe ich davon aus, dass es noch mehr Tafeln geben muss. Doch mir kommt da eine Person in den Sinn, die mit Sicherheit mehr über die Tafeln weiß. Fräulein Kogita? Du! Oh. Ganz genau, Fräulein Kogita. Du hast dich schließlich noch gar nicht für ihre Hilfe mit der roten Kette bedankt, nicht wahr? Dann ist das die perfekte Gelegenheit. Also lass uns zur uralten Siedlung aufbrechen. Kann ich da einfach so hin, oder? Oh, von der Dingens aus, okay. Machen wir das. Einmal zurück. Oh, stimmt, ich habe Shaymin gefangen. Da war ja was. Yes. Ich glaube, als Zuschauer ist es schwer, da Tipps oder Kritik zu geben, wenn man nicht selbst streamt. Ja, okay, stimmt auch wieder. Aber ich schaue gerne bei dir zu, weil du ein extrem entspannendes Tempo beim Zocken hast. Das ist auch der Grund, warum, also den deutschen Streamer zumindest, den ich am meisten gucke, ist Funk Royal. Und der hat auch eine sehr gelassene Spielweise und da finde ich die Streams auch immer sehr, sehr, sehr angenehm. Sonst gucke ich noch kleineren englischen Twitch-Streamern zu. Ich mag das auch selber immer, wenn das ein bisschen entspannter immer vorangeht. Obwohl ich auch gerne mal zwischendurch Competitive Games spiele und ein bisschen mehr Action habe. Aber naja, nicht so oft. Was wollen wir machen? Wir müssen mit Volo reden, ne?